Hallo zusammen, weiter geht's. Heute ein Kunde extra aus Bonn zu uns gekommen mit seiner R1200R, Baujahr 2011. Er möchte ein MGM Technik ECU Tuning haben und ein MGM Technik Paket 2. Was ist das? Das möchte ich einmal kurz erklären, und zwar das MGM Technik ECU Tuning ist eine umfangreiche Kennfeldoptimierung am Leistungsprüfstand. Das Paket 2 beinhaltet die Boxer Burner und einen speziellen Sportluftfilter. Hier zu sehen mal Akrapovic Edelstahldämpfer mit Katalysator, super super selten, mit Remus Schnitzer Endschalldämpfer. Eigentlich coole Kombi, funktioniert da auch sehr gut. Ja, hier seht ihr langsam die Vorbereitung. Ich habe immer alles schön weggepackt, die ganzen Kabel und so, damit die auch nicht stören. Da seht ihr, ja, wir bilden auch aus, das ist wichtig. Ne? Zweiradmechatroniker, gern Bewerbung an uns. Hier an der Seite seht ihr jetzt, ich muss mir irgendwo die Drehzahl abgreifen. Das kann man beim Boxer halt relativ gut machen über die Zündspule. Und ja, da seht ihr, dann schraube ich den Zylinderschutz ab, weil ich muss ja an die Schaftzündspule dran, die befindet sich da drunter. Da kann ich dann mit der Triggerzange vom Leistungsprüfstand direkt die Drehzahl abnehmen. Das ist natürlich total cool. Vorteil an DynoJet Leistungsprüfstand ist, die ganze ECU vom Prüfstand, die befindet sich da unten drin, einfach reinstecken. Da seht ihr, klack, Trägerzange an die Zündspule dran gesteckt. Einmal noch Masseabschirmung dran, fertig. Gleich hole ich mir noch das Drosselklappensignal. Das brauche ich natürlich, damit ich weiß, wo ich mich im Kennfeld auch bewege. Die Drosselklappe ist natürlich beim Boxer super zugänglich. Klack, Kabel dran. Kalibrieren. Gleich zeige ich euch auch noch, glaube ich. Dann ist essentiell, dass das Drosselklappensignal da ist und auch gut erreichbar ist. Sonst könnt ihr keine saubere Abstimmung machen. Ihr bewegt euch quasi blind. Und da bin ich auch schon fertig. Kabel wieder in die ECU vom Prüfstand einstecken. Zack, weiter geht's. Was auch wichtig ist, wird immer gern vergessen am Prüfstand. Man muss sich das so sauber wie möglich aufbauen, weil so eine Extremsituation bei Leistungsmessung, da fliegt immer irgendwas rum. Ja, da nochmal der schöne Krümmer von unten. Genau, cool zu sehen. Mit Cut, wie gesagt, super selten. Wer den hat, kann sich echt freuen, weil gibt es absolut nicht mehr zu kaufen. Hier wichtig, natürlich brauche ich zur Drehzahlerfassung und zur Lasterfassung der Drosselklappe auch die Gemischaufbereitung, ne? Also hole ich mir das über die Lambda-Sonde. Ich kann da wird meine spezielle Breitband-Lambda-Sonde vom Prüfstand eingeschraubt, die hier, genau. Und die kommt jetzt in Krümmer rein, die Originale kommt da raus. Das ist M18x15, wen es interessiert, M18x15, normale handelsübliche Lambda-Sondengewinde. Für Breitband und da seht ihr mal, guckt ihr mal, wie weiß die ist. Das ist nicht gut, genau, nicht gut. Viel zu heiß, der Bolide. Was auch mega gut funktioniert am DynoJet Power Commander, seht ihr da, ihr habt ja gesehen, ich habe die Drosselklappe angeschlossen, die muss ich mir noch parametrieren, damit die auch korrekt anzeigt. Jetzt im Moment zeigt sie noch nicht korrekt an, ihr seht, in Leerlauf ist sie nicht korrekt. Und
Die DanoJet-Software bietet da super einfache Möglichkeiten, die mal eben einzustellen, weil die muss natürlich bei geschlossen 0% sein, bei voll offen 100%. Das kann man super geil in der Software einstellen, auch bei den Euro 5 Fahrzeugen mega gut zu machen, damit man auch sich korrekt im Kennfeld da 100%, zack, 0, zack, zack, zack. Funktioniert einwandfrei. Ja, und so langsam geht's los, da bin ich wieder. Hörschutz wichtig, ne? Und gucken, ob alles losgeht. Und dann geht's so langsam schon mal los mit den Einrollen. Gucken, na, was macht die Software? Ist alles korrekt eingestellt? Ihr müsst euch vorstellen, wenn man so einen Prüfstand bedient, dann bedient man quasi eine Maschine, mit der man zwei, drei Sachen gleichzeitig machen muss, ne? Ja, hier vom DanoJet-Prüfstand seht ihr, ich fahre mal so einen Warmlauf ab. Dann seht ihr im unteren Bereich die Drosselklappenstellung, im oberen Bereich das Lambda, also das Gemischverhältnis. Und dann sehe ich schon mal beim Warmfahren, wie verhält sich denn eigentlich die Gemischbildung? Kann ich schon mal so ein bisschen Rückschlüsse, dass ich sagen kann, okay, Teillastbereich muss ich viel angreifen, Volllastbereich geht's eigentlich. Da beschleunige ich einfach so ein bisschen durch, fahre den Motor langsam warm, seht ihr auch am Tacho und habe dann immer so ein bisschen im Auge, was oben das Gemisch macht im Verhältnis zu Drosselklappen und Drehzahl. Ist ein cooles Tool, wenn man warm fährt, kann man das schon mal so ein bisschen im Auge fassen. So, da geht es so langsam los mit der Leistungsmessung, Eingangsmessung. Eingangsmessung bei uns eigentlich immer. Ich mache eigentlich immer 3 bis 4 Leistungsmessungen vom Ist-Zustand. Ist für mich enorm wichtig. Ich muss wissen, ist alles in Ordnung? Funktioniert alles einwandfrei? Ist vielleicht eine Zündkerze kaputt? Da seht ihr, Eingangsmessung schon mal gecheckt. Motor ist gesund, Fahrzeug ist gesund. Alles cool. Hier mache ich jetzt die Adaption so lange. Ich habe mein Notebook dahingestellt, worüber ich programmiere. Dann mein Alientech-Tool, womit ich jetzt gleich die Verbindung zum Motorrad herstelle. Ich brauche halt ein Werkzeug, ein Tool, womit ich halt die Daten aus dem Motorrad rauskriege und ins Motorrad reinkriege. Genauso brauche ich ein Programm, womit ich das bearbeiten kann. Hier stelle ich eine externe Stromverbindung her. Warum ist das so? Wenn diese Programmierschritte kommen, dann hat das Motorrad einen extrem Strombedarf. Und wenn dabei die Batterie abkacken sollte, dann kann es passieren, dass auf einmal das Steuergerät einen Schaden dadurch nimmt, weil beim Schreiben zum Beispiel abgebrochen wurde. Deswegen ist sowas immer wichtig, ausreichende Stromversorgung, in dem Fall ein 15 Ampere Ladegerät mit permanenter Versorgung. Funktioniert einwandfrei. Da seht ihr die Benutzeroberfläche. Am Anfang muss ich mir die ECU identifizieren. Also ich hole mir eine ID. Das ist wichtig. Dann sehe ich hinterher den Softwarestand, den tatsächlichen vom Motorrad. Und kann den auch hinterher meiner Software vergleichen, auch mit anderen, den Datenständen, ob die alle gleich sind. Weil BMW, auch viele andere Hersteller, machen zig verschiedene Datenstände zu verschiedenen Motorrädern. Ja, wenn ich mir die ID geholt habe, dann lese ich das Steuergerät aus und das kann mitunter echt mal lange dauern. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal eine Moto Guzzi gehabt, ich glaube, ich habe jedes Mal 40 Minuten, da steht es auch so knapp 20 Minuten, das erste Auslesen dauert knapp 20 Minuten und jetzt zeige ich euch mal die sagenumwogene Boxer-Burner, also Paket 2, ja, gucken, dass keiner guckt, ganz geheim. Diese coolen Boxer-Burner, die bekommt ihr nirgendwo außer bei uns. Das ist ganz wichtig. Jetzt sind die MGM-Technik Boxer-Burner, die guten im Blau. Ganz wichtig. Hier die Benutzeroberfläche von WinOS, also mein Programm, mit dem ich das Kennfeld editiere. Das sieht ein bisschen wüst aus. Ich arbeite jetzt schon sehr lange damit und komme damit auch super klar. Wenn man nichts mit Kennfeldern zu tun hat, ist das echt schwierig. Da habe ich zum Beispiel jetzt die Luftmasse gefunden. Die Luftmasse, aus der Luftmasse berechnet sich die Einspritzmenge
Und das ist wichtig zum Abstimmen. Da seht ihr halt mal so einen kleinen Überblick. Gleich kommt noch ein besseres Foto, aber das ist das Kennfeld, was ich benutze halt für die Kennfeldaufbereitung. Und hier parametriere ich mir die Achsen, die XY-Achsen, damit ich mich auch später korrekt bewegen kann in Kennfeld. So, die Gemischaufzeichnung findet immer ein Step-Test statt. Also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass ich mit dem Motorrad einen riesen Berg hochfahre. Also der Prüfstand bremst alle 200 Umdrehungen das Motorrad ein und hält es für eine halbe Sekunde ungefähr fest. In der Zeit ermittelt der Prüfstand die korrekte Gemischzusammensetzung, die später enorm wichtig ist, damit ich auch hinterher das Kennfeld richtig editieren kann. Und ich sage euch, das ist richtig Last für so einen Motor. Da muss alles in Ordnung sein. Da müsst ihr eine super Lüftung haben, weil sonst überhitzt so ein Motor. Das ist echt extrem wichtig, um einen sicheren Prüfstandsbetrieb zu gewährleisten halt. Ne? Jo, weiter geht's. So, da seht ihr mal den Unterschied. Da seht ihr halt eine Serienluftmasse. Und so ist editiert. So ist original. So ist editiert. Also schon krasse Sprünge. Teilweise im Teillastbereich über 20% mehr Einspritzmenge. Das ist schon richtig viel. Aber das braucht er. Da seht ihr zum Beispiel mal die verschiedenen Lasten von so 6-7 verschiedenen Drosselklappenstellungen. Wie krass unterschiedlich sind. Und diese versuche ich halt zu glätten. Ja, so sieht das aus. Im Schnitt brauche ich je nachdem 5, 6, 7 verschiedene Programmstände, bis ich das Motorrad dann so weit habe, dass ich sage, okay, das Motorrad oder die Gemischbehandlung macht jetzt genau das, was ich will. Das geht leider nicht von Anfang. Da gucke ich nochmal die Gänge, schalte ich durch. Das Fahrzeug hat einen Quickshifter gehabt, ist natürlich mega geil, mal so ein bisschen durchzuladen, das macht auch Spaß. Ne? Und aber selbst beim Quickshifter ist für mich wichtig, dass das alles vernünftig funktioniert. Alles muss immer laufen. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich bin eigentlich soweit fertig. Nochmal. Schönes Motorrad, ne? Ich finde die super, die fahren total toll, kann ich nur empfehlen. Wer Boxer mag, ist damit gut aufgehoben. Und hier seht ihr mal den Unterschied. Guckt euch das an. Richtig Zuwachs. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.